Samstagnachmittag, Zeit für ein kleines Video. Ich habe mir gerade eine Pfeife angemacht mit einem Tabak, einem Klassiker des Pfeifentabaks. Habe ich mir heute gekauft, seit langem mal wieder, weil nämlich der Ralf den Tabak in seinem Jahresrückblick vorgestellt hat. Und zwar geht es um Rum and Maple. Hatte ich früher mal, hat mir nicht geschmeckt, aber der wird jetzt von McBaren hergestellt in einer leicht anderen Rezeptur und wurde da eigentlich ganz gut gelobt, deswegen haben wir heute mal wieder so eine Dose geleistet. Aber das ist vielleicht ein anderes Mal ein Thema. Heute reden wir über Marine. Im Speziellen reden wir über Matrosenmesser. Und da wollen wir heute mal vergleichen die Matrosenmesser der Bundesmarine mit dem Matrosenmesser der Royal Navy. Das Matrosenmesser wurde vor über 100 Jahren als Werkzeug für die Matrosen entwickelt. Wird eingesetzt bei Segelarbeiten, Segelmacharbeiten zum Kappen von Tauen und bei Arbeiten an der Takelage. Früher, natürlich auf dem modernen Schiff, ist das ein bisschen anders. Und die wollen wir heute mal vergleichen. Dieses schöne Stück habe ich geschenkt bekommen. Das ist von der Royal Navy. Das ist also dementsprechend nicht so leicht zu bekommen wie das deutsche Matrosenmesser. Das ist direkt vom britischen Defense Ministry geordert worden. Und das deutsche Segelmesser, da habe ich hier einen Nachbau, gibt es von verschiedenen Herstellern. Mal auspacken, habe ich erst gekauft für 15,95 Euro. Das sieht so aus. Also ein gutes Stück größer als das von der Royal Navy. Dann fangen wir mal mit dem kleinen an. Was ich sagen kann, es kommt aus Sheffield. Sheffield ist für die Engländer das, was bei uns Solingen ist. Also ein Zentrum der Stahlgewinnung und der Messerschmiede. Also ein Sheffield-Messer ist vergleichbar mit einem Messer aus Solingen bei uns. Ist in so einer Ledersteckscheide, wie wir es auch von den Norwegern und Finnen kennen, wo praktisch der Griff mit in die Lederhülse eingeschoben wird und dadurch hält. Mit einer Gürtelschlaufe hinten zum Durchfädeln. So sieht das Messer aus. Also jetzt nicht unbedingt eine Schönheit, sondern ein richtiges Arbeitsmesser. Kann man vergleichen mit den Norweger Messern. Hat eine durchgehende Klinge mit aufgenieteten Holzgriffschalen. So Rosenholz ist es. Und eins kann ich sagen, ich habe das schön gebraucht gehabt, das ist wahnsinnig scharf. Steht drauf Rogers Sheffield England und dann noch ein Nummerncode und das Herstellungsjahr 2014. Made in Sheffield. Das ist so ein Messer, das man in der Werkstatt beim Arbeiten, beim Imkern oder vielleicht auch Jäger einsetzen können. Sehr scharf, stabil, wobei die Klinge vielleicht 2,5-3 mm hat, also die ist sehr schlank. Ich habe damit schon geschnitten, es ist sehr schnittig. Liegt gut in der Hand und die Klingenlänge, schauen wir uns auch mal an. Die beträgt 10,5 cm bei dem Messer. Ist also was für den Werkzeugkasten oder für den Jäger oder für den Matrosen. Jetzt schauen wir uns den Vergleich des Deutschen an. Was gibt es um deutsche Messer zu sagen? Die Bundeswehr bestellt es bei der Firma Dönges seit 1979. Ist dann relativ teuer. Die Matrosenmesser, die deutschen oder die Nachbauten, die werden zwischen 20 und 60 Euro angeboten, wobei die Form eigentlich immer identisch ist. Ich muss einen Schluck trinken. Auch in so einer Lederscheide, die aber länger ist, erinnert an so eine Scheide, wo die Finnenmesser haben. Eine Schlaufe,
für die Gürtelbefestigung. Und woran denkt man bei so Matrosenmesser noch? Da denke ich immer an den Seewolf. Wolf Larsen, an den Schiffskoch Muttridge, der die anderen Matrosen immer mit seinem Messer bedroht hat. Und an den Hump, der auch sein Messer hatte und sich damit verteidigt hat. Seewolf, klasse Mehrteiler, habe ich letztes Mal vergessen zu erwähnen. Schauen wir uns das Messer mal an. Ähnlich wie das Englische. Der Griff ist dicker. Mit zwei Nieten ist das, der Griff auf die durchgehende Klinge vernietet. Und hinten hat er noch so eine Öse. Da kann man dann eventuell, denke ich mal, eine Bandschlaufe anbringen oder ein Stück Schnur, damit man es um das Handgelenk wickeln kann, dass man bei Arbeiten in der Takelage, wenn es runterfällt, nicht nach unten fällt. Also das Ding macht durchaus Sinn beim Arbeiten. Ich habe das erst gestern bekommen. Ist auch sehr scharf, wenn man drüber fährt. Also man merkt, es hat eine gute Schneide. Und bei diesem Nachbau hier fällt auf, dass das Messer einen Hohlschliff hat. Das Originalmesser von der Bundeswehr, das Dönges-Messer, das hat keinen Hohlschliff. Da ist die Klinge einfach trapezförmig und hier haben wir einen Hohlschliff. Also macht für seine 15 Euro einen guten Eindruck. Kann man auch als Küchenmesser verwenden. Zum Fleischschneiden. Die Klingenstärke ist hier stärker als beim Englischen. Können wir nochmal im Vergleich zeigen. Also schaut einmal gut, ist stabiler aus. Die Klingenlänge beträgt 12,5 cm, ist also auch 2 cm länger. Ein Messer zum Arbeiten, keine Schönheit, ein Gebrauchsmesser einfach. Machen wir den Papiertest, weil ich da gerade Papier habe. Also geht rein wie Butter. Schauen wir mal, was das Messer aus Sheffield kann. Genauso, also von der Schneid schenken sie sich nichts. Ich habe mir geschaut, das englische Messer, das ist wohl irgendwo im Netz zu bekommen für über 50 Euro. Und das hier hat es für knapp 16 Euro gegeben. Das war es auch schon wieder. Die kurze Vorstellung der Matrosenmesser. Jetzt werden wir meinen Rum & Maple nochmal entflammen. Und schauen, ob der nach hinten abflacht. Aber dazu erzähle ich ja anders mal mehr. Das war's schon wieder für heute. Mal schauen, vielleicht sehen wir uns morgen auch. Morgen ist Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Ahoi!